Wunderschönen guten Morgen. Interessanter Job heute, wir müssen eine Kettenbühne zumieten. Und die Jungs müssen alleine los. Ich bringe nur die Sachen mit zur Baustelle. Warum müssen die Jungs alleine los? Naja, weil ich ja die Bühne reparieren muss. Ich muss also die Bühne reparieren. Ich gucke gerade, ob Matze alles im Auto hat, was er braucht. So, es sieht so aus, als hätte ich nichts drin. Also hat er alles drin. Das sollte passen. Gut. Dann fahre ich zum Platz, bringe denen den Wärmer auf die Baustelle, hole die Bühne ab und dann werde ich hier im Regen mit der lieben Caro, die ist nämlich auch da, die Bühne reparieren, sprich die neue Kardanwelle drunter bauen. Ja, es ist wie es ist, man kann sich das halt nicht immer aussuchen. Und das Wetter irgendwie bei uns hier schon mal gar nicht und es ist schon wieder so, dass es einem echt auf den Zwieback geht. Ja, sehr geil, der Matze ist schon da und da hat die Kettenbühne. Sehr, sehr cool. Ja, und es ist wieder eine Betriebsfahrt im Jeep, liebes Finanzamt, ne? Weil ich gehe jetzt zu den Jungs, ich hole da den Anhänger und, oh, warte mal, der LKW will durch. Ich hole den Anhänger und dann bringe ich den Anhänger auf die Baustelle mit Ruby. Ruby wurde nie privat gefahren, so gut wie nie, und wird auch immer noch nicht privat gefahren. So, wollt ihr, dass ich den Jungs die Kamera mitgebe, damit die die Baustelle heute festhalten? Ich denke, das ist eine gute Idee. Matze wird da wahrscheinlich mal ein bisschen filmen. So, wir waren jetzt eben schnell bei mir zu Hause, der Tammo und ich. Haben den Wärmer geholt. Der steht ja noch bei mir. Jetzt gurten wir den Wärmer und dann geht's los. Jo, fast da. Man sieht hier noch einmal um die Ecke, zwei Straßen, dann haben wir es geschafft. Ihr kennt die Baustelle, da waren wir schon mal auf dem Deich. Hoppala. Es hat zum Glück aufgehört zu regnen, was uns leider herzlich wenig nützt, weil die Böden sind trotzdem nass. Ihr seht es an der Straße, stehen überall Pfützen. Ja, und wir müssen ja auf den Deich fahren. Das heißt, das wird wieder hässlich. Ich hoffe, die Jungs sind da. Leer war komplett gesperrt, Leer war zu. Deswegen sind Tammo und ich über Papenburg gefahren. Leer war irgendwie schon wieder irgendwas passiert, dass die Hauptstraßen, die Umgehungsstraßen und so gesperrt waren. Genau, nimm mal deine Hundis ein bisschen an der Seite. Moin. Ja, lächeln und winken. Also durch Leer sind die nicht durchgekommen, mussten dann umdrehen, sind dann Richtung Autobahn gefahren und sind dann über die Autobahn und Bunde hierher. So wie es aussieht aber, laufen die da schon rum und laden die Bühne ab. Sehr, sehr schön. Was heißt, die Bühne hat keinen Saft? Also wenn ich den Haupttrennschalter reinlege von der Batterie her. Ja. Wenn ich ihn starten kann, müsste ich einen Pin eingeben. Ja. Hier blinkt gar nichts. Das hat rollig. Also würde ich behaupten, doof gesagt, Batterie leer. Ja, aber tot? Also leer, 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 gar nichts? Gar nicht mal was an? Ja. Erst wenn du umdrehst, müsste irgendwie blinken, dass du den Pin nicht eingegeben hast. Ja, und der Schalter ist drin, ja. Hauptschalter ist drin. Och nö. Was denn das schon wieder? Sehr geil. Ja, dann fahr den Wärmer runter, fahr ich mit dem Jeep daneben, wa? Also. Bühne sagt kein Piep, hat keinen Strom, Batterie leer, haben sie gerade per Ferndiagnose festgestellt. Wir laden jetzt den Wärmer ab, kuppeln Ruby ab und der nette Nachbar hat ein Überbrückungskabel gebracht. Ja, sehr geil, cool. Ja, weil so kriegen wir ja nicht mal den Nissan davor weg. Nee. Also, ich lasse die Kamera dann nachher hier fürs Filmen, ne? Dann kannst du die Bäumchen filmen. So machen wir es. Der Matze filmt dann. Was ein Spaß auf der Beerdigung, ey. Halleluja, Bruder. Ab so hoch. Jo. So mit hoch. Übrigens, bei dem Trailer ist uns, hatte ich das schon erzählt, das Stützrad kaputt gegangen. Doch. Ja. Ist eben auch alles nicht mehr das, was es mal war. So, wir haben mit dem Wärmer überbrückt. Das war einfacher als mit Ruby. Und es lebt. Sehr schön. So, ich würde mal sagen, wir haben einen gut bei Ulfatz, ne? So, sehr, sehr schön. Feiner, feiner, kleiner Panzer. So, Matze lädt die Bühne ab. Tammo legt schon mal die Platten hin und dann geht's gleich los.
Ja, ohne den kleinen Kettenpanzer hätten wir das Ding heute Morgen nicht überbrückt gekriegt. Oder man hätte, wie gesagt, mit dem Auto da irgendwie nebengemusst. Aber so ist ja besser. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Kleine Kettenbühne. Ja, eigentlich wollten wir klettern. Hier ist sehr gut zu erkennen, warum wir das nicht mehr getan haben. Sehr weit hohl. Und jetzt müssen wir irgendwie sehen, dass wir die ganzen Stämmlinge abgebaut kriegen, dass er wegkommt. Und danach haben wir noch den. Bei schönem Wetter natürlich geiler Ausblick, aber leider heute ein bisschen trüb. So, Kamera heute mal in meiner Hand. Da brauche ich erstmal eine dickere Säge, sonst geht es natürlich nicht weiter. 50er Schiene ist da oben nämlich definitiv Ende. Aber wie ihr seht von vorne vom Schnitt her, der ist halt komplett faul. Ja, und danach nur noch das kleine Schätzchen da oben raus operieren. Aber, ne? No risk, no fun. So schnell können die volle Bühne ausgereizt sein, steht im Press unter dem Baum. Ja, fehlen immer 2 Meter, ne? Aber kriegen wir auch irgendwie raus, muss da irgendwie runter. Da stand mal eine riesengroße Eiche, die weggekommen ist. Die lag leider am Hafen voller Efeu, oder Pappel war das, wie gesagt. Ja, und der andere ist weg, ne? Also da liegen noch 3 Knochen, die müssen wir alle leider komplett da vorne lang fahren. Also echt immer eine Fahrerei, aber noch verträgt der Rasen das halbwegs. Wenn der aber wieder aufwächst, sieht er wieder gut aus. So, vielleicht mache ich gleich nochmal ein Stück abklotzen. Mal gucken. Ja, ich hoffe ja, die Jungs haben ein bisschen gefilmt. Also, der Papa ist jetzt auf Baustelle, noch mal kurz mit zum Aufräumen.
Und dann kommt gleich ein Container, da knirschen wir den ganzen Mist rein. Und dann ist die Baustelle fertig. Waren ganz schöne Trümmer. Da ist ein ganz schöner Batzen Holz zusammengekommen, aber wir kommen ja gleich in den Container da um die Scheiße rein. Yeeha! Joho, das Containerauto ist da. Ich hätte ja gerne selber nochmal so einen Containerabroller. Wir haben die Kastanien noch ein bisschen eingekürzt. Ich weiß ja nicht, was die Jungs gezeigt haben. So, Matze fährt jetzt raus. Dann fährt der LKW wieder rein, rollt den Container ab. Der hat Rampen mit. Und dann fahren wir mit Rampen das ganze Gebrummel in den Container. Und dann ist das hier weg. Dann machen wir nochmal Straße sauber, müssen noch ein bisschen Brabbel mitnehmen. Und dann ist das erledigt. So soll es sein. I'm waiting here for anyone to wash it all away. Ja, sehr geil eigentlich, ne? Ich brauche so ein Auto, verdammt. Wir haben immer so viel Holzscheiße und ich weiß immer nie, wohin damit. So, sehr schick. Ja, so ein Auto. Den wünsche ich mir ja schon lange. Das wäre was Praktisches. Und dann mit einem kleinen Kran am Container kannst du den ganzen Rotz da so reingrapschen. Aber glücklich ist, wer schnell vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Klappe auf, Klappe rein, hier nicht los. Ja, ich habe Rampen mitgebracht, damit ich da hochkomme. Oh. Ha ha ha!
Ja, bin ich mit meinem Grünen auch schon durchgefahren, doch. Ja, genau. Dann kommst du hier, das Eisenbahngeschäft kennst du nicht, was da früher war, ne? Ekov. Also du kommst direkt am Hafen parallel zu Klingele quasi raus, ja. Ja, und dann brauchst du ja nur noch rechts abbiegen und nochmal rechts abbiegen bis auf... Ja, kurzes, knappes Mittwochsvideo, 16 Minuten. Die Jungs haben zum ersten Mal gefilmt. Matze hat zum ersten Mal gefilmt. Im Sonntagsvideo wird dann ein Sturmschadenauftrag kommen, den mehrere Firmen abgelehnt haben. Ich weiß gar nicht warum. Wenn man wusste, wie man vorgehen soll, war es gar nicht so kompliziert. Wir haben eigentlich sofort gewusst, wie wir damit vorgehen wollen und wie wir das machen wollen. Aber das ist nicht schlimm. Letzten Endes ist ja gut, wenn man nicht weiß, wie man damit an muss, wenn man die Finger davon lässt, anstatt dass man es probiert und hinterher irgendwas passiert. Ich bin ganz dankbar drum, wenn dann die Firmen, die sich das nicht zutrauen, da auch die Finger von lassen und uns weiterempfehlen. Das zeigt ja eigentlich nur, was für einen guten Ruf wir unter den Mitbewerbern haben. Gut, das Video kommt dann am Sonntag. Wie gesagt, interessanter Sturmschaden. Und ja, seid also gespannt. Matze hat gefilmt. Ein bisschen mehr, ich habe schon mal grob ins Material reingeguckt, ein bisschen mehr und ein bisschen interessanter als jetzt bei diesem Video. Aber letzten Endes, ihr müsst das verstehen, mir ist das schon so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen, einfach ständig mal die Kamera anzuhaben. Aber es hält natürlich wirklich die Arbeit auf und die Jungs wollen natürlich auch mit den Aufträgen fertig werden und auch pünktlich nach Hause kommen. Und die Filmerei nervt dann natürlich schon zwischendurch, gerade wenn man das nicht gewohnt ist. Aber ich denke, der Matze, der wird sich da auch dran gewöhnen und wird da auch in Zukunft das ein oder andere Material dann beisteuern zu guten Videos, damit es für euch interessant bleibt. Habt einen schönen Mittwoch und wir sehen uns am Sonntag.